Dabei ist Hirscher nach diesem Missgeschick in Runde 1 gegen den Norweger Johansen so gut wie ausgeschieden. Mit unbändigen Siegeswillen kämpft sich der Salzburger zurück und bis ins Finale vor. Dort lässt Hirscher André Mürer keine Chance und feiert seinen 7. Saisonsieg. Du gibst wirklich alles und wenn du merkst, jetzt sind circa da davon, dann kann man eventuell noch korrigieren oder reagieren und echt über die Linie hemmungslos riskieren. Und das ist mir heute zweimal gelungen und das ist sicherlich ein Erfolgsrezept gewesen für den heutigen Tag. Hirscher hat nun im Gesamtweltcup 214 Punkte Vorsprung auf Swindal, der nicht nach Moskau gekommen ist. Und auch der Slalom-Weltcup ist dem 23-Jährigen kaum mehr zu nehmen. Für Österreichs Damen läuft es weniger berauschend, einzig Kirchgasser übersteht die erste Runde, scheidet aber gegen die spätere dritte Schifrin aus. Den Sieg holt sich völlig überraschend die deutsche Lena Dürr, die im Finale Veles Susulova besiegt und ihren ersten Weltcup-Triumph feiert.